So, da sind wir wieder im nächsten Let's Play. Mit Musik immer noch von Flambatz Indigo. Das Album. Das Ganze gefunden wie immer auf jamendo.com. Der Artist wünscht sich nur eins, erwähnt zu werden. Und das haben wir jetzt auch schon wieder getan. So, wir sind immer noch hier beim Verlegen von Kies im Tunnel. Jetzt habe ich auch die ganze Kohle weggebracht. Das war natürlich sehr geschickt. Ich will gar keine neuen Fackeln machen, aber wir fackeln auch nicht lange. Gehen wir einfach zurück und holen uns mal wieder zurück für Fackeln. Ach, ich habe wirklich nichts mehr bei. Naja, zurück. Ja, und das sollte reichen, um hier eine ganze Viehherde durchzutreiben, glaube ich, der Weg. Müssen uns ja ein bisschen mehr Platz hier machen. Tja, 1080p darf ich auch nicht irgendwie, glaube ich. Bei YouTube darf ich das jedenfalls noch nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder ich muss es noch höher aufnehmen, damit es dann 1080p umgerechnet wird oder sowas. Empfiehlt YouTube ja auch. Und jetzt wollte ich eigentlich... Nee, wo wollte ich ran? Da wollte ich ran. Genau, da wollte ich ran, um nämlich hier neue Fackeln zu generieren. Ich hoffe, die Qualität des Let's Plays ist dann auch in gewohnter Form. Die Framerate ist ein bisschen unten. Aber ja, müssen wir durch. Also müssen vor allem die Let's Player durch. Naja. Gute Nacht, Kryell. Ich sehe gerade, ich habe eine Private Message bekommen. Ah, danke. Mir wurde gerade noch zugetragen, wie ich das Schüttelphänomen ausschalten kann. Weil ich finde das eigentlich ein scheiß Feature. An alle, die das Let's Play gucken, das habt ihr nicht gesehen, das war im Livecast. Wie ja auch schon mehrfach erwähnt, gibt es auch einen Livecast. Meistens einmal die Woche, meistens mittwochs und meistens spät. Und dieser findet jetzt parallel zum Aufzeichnen dieses Let's Plays statt. Ach nee, schau mal einer, guck, wo wir da sind. In der Höhle, die wir zuletzt erkundet haben. Ist das nicht hübsch? Naja, eigentlich nicht wirklich. Aber gut. So, nochmal wieder was essen. Lecker. Melone. Wie schon eben erwähnt, gibt Tinte auf dem Füller. Müssen wir uns hier mal weiter durchbuddeln. Tja, und die größten Fails der Let's Play Minecraft-Geschichte meinerseits war ja eigentlich... Also das Geilste war, ich hatte jetzt das erste Mal Eisen und war irgendwie in einer ziemlich frühen Folge. Hatte ich dann irgendwie so Eisen endlich gefunden, habe mich gefreut. Ich habe Eisen, wollte einen Eimer bauen, baue natürlich einen Kessel. Erkenne aber, als war mir nicht sicher, was ich da in der Hand halte. Weil ich da auch sehr kurz erst mit dem Texture Pack gespielt habe. Ist aber schon sehr laut wieder. Bisschen leiser nochmal. Ein bisschen leiser. Ja. Und erkannte nicht, was ich da in der Hand hielt. Setzte das Ding natürlich prompt unter Wasser hin. Und da stand es dann, wo es stand. Dann wollte es abreißen und dabei ist kaputt gegangen. Einfach mal die ersten Eisenblöcke so komplett in den Orkus gespült. Ja. Cryback merkte gerade noch im Chat an, dass die Mucke ein wenig zu laut ist und damit hat er genau eine Sache gehabt und zwar recht. Ist jetzt auch anders. So. Ist ein wenig leiser gestellt. So,
So, wer es noch weiß vom letzten Mal, wir haben uns ja hier in diese Höhle verirrt. Eigentlich wollten wir nämlich hier kurz nur reingucken und dann sind wir nach unten gefallen, mussten uns da... Uiuiuiuiui. Mistvieh. Puh. Wie war das mit der Tinte? Herzpräparate werden besser. Manchmal. So, jetzt haben wir uns ja hier in diese Höhle reingegraben. Hier hinten geht es auch noch weiter. Da waren wir noch nicht. Das kann auch erstmal so bleiben. Ja, und wir müssen ja eigentlich hier gerade durch. Also machen wir das gleich mal. Das hier ist ja schon ausgeleuchtet. Das ist okay. Wie macht man das jetzt am blödesten? Naja. Schauen wir mal. Ich glaube, wir gehen einfach... Wir ignorieren, dass wir hier eine Höhle gefunden haben und gehen einfach geradeaus weiter, würde ich sagen. Das Günstigste. Ja, und warum ich immer noch mit Steinwerkzeugen arbeite, trotzdem ich jetzt schon ein bisschen Eisen habe, ich spare. Ich spare mir das Eisen für, falls ich mal irgendwann zu viel davon habe, also mehrere Stacks rumfliegen bei mir, dann kann ich auch von diesem... Gedanken abweichen, dass ich jetzt alles nur mit Stein hier mache, also mit Steinwerkzeugen. Aber bis dahin bleibt es erstmal alles aus Stein. Weil aktuell habe ich eher so das Gefühl, als ob ich noch an Ressourcenmangel knabbere, habere. Toll. So. Ich habe noch mehr Kies. Ja, und da hört man den Dubstep-Einfluss. Wow. Inzwischen haben schon einige das Zeitliche gesegnet. Quell an Altersschwäche gestorben oder einfach nur zu Bett gegangen. Ich hab's nicht so ganz mitgeschnitten. Auch andere mussten uns schon verlassen. Magge guckt sich den Rest auch dann bei YouTube an. So. Wir brauchen ja sowieso noch eine Schere, müssen wir uns noch bauen, um dann hier ein bisschen Weinreben auch selber setzen zu können. Also diesen Efeu-Verschnitt hier, der überall von den Wänden fällt. Und wir machen das Ding jetzt noch, bis meine Playlist hier abgearbeitet ist und dann ist vorbei für heute. Da ist ja auch schon wieder spät geworden. Hier bei uns mit der Planlosigkeit in Klötzchenform. Und an alle, die den Livestream jetzt sehen. Nächste Woche geht es dann wieder hier ein bisschen anders umher. Ich habe es leider diese Woche nicht mehr geschafft, das Ganze zu bereitzustellen. Vielleicht komme ich am Freitag ein bisschen mehr zu irgendwas. Das ist jetzt so meine aktuelle Hoffnung, weil wir wollen ja die Hunger Games bei uns auf dem Server auch stattfinden lassen. Da gibt es ja inzwischen ein paar interessante Mods. Ah, ich habe keinen Kies mehr. Ach, da drüben liegt ja zufälligerweise welcher rum. Ach, wie praktisch ist das denn? Können wir ja hier mal ein bisschen einsammeln. Und den Rest hier nehmen wir dann auch noch mit. Boah, ein großes Kiesvorkommen hier. Dann mal genau auf allen Klötzchen gleichzeitig. Ist auch gut. So, dann gleich noch ein bisschen ausleuchten, dass uns dann keiner hier kein Vieh hinterm beißt. So. Ja. Und dann auch wieder mit normaler Playlist und so weiter. Ist ja alles ein bisschen hier im Umbau begriffen.
Also, ach so, das wisst ihr ja gar nicht. Ich bin ja umgezogen. Also zumindest innerhalb der Wohnung. Mein Rechner ist ins Wohnzimmer gezogen. Deswegen haben wir jetzt hier auch mehr Ressourcen und kommen schneller hier weg und wieder hin. Bei meinem alten Laster. Wir haben die Wohnung also ein bisschen umgestaltet. Nur für euch. Dass ich besser casten kann. Nö. Ja. Nee, auf der Couch sitze ich nicht. Mein ganzer Schreibtisch samt Stuhl ist umgezogen. Auf der Couch finde ich es nervig. Ist nicht so meins. Muss ich dann doch noch zugeben. Nee, haben wir Fisch bei? Scheiße. Skelett ist auch da. Mein Ozelot ist auch da. Geronimo! Pisst sich ja gleich, wenn ich hier vorbeilaufe. Auch vielleicht nicht zu weit, dass ich es noch schaffe, den Fisch zu holen. Wo ist er? Da ist er. Na, auf geht's. Zweiten Ozeloten. Na? Da ist er. Na, Mizi? Komm mit. Miau. Muss man hier bis ganz nach hinten durchlaufen. Der andere ist auch schon ausgewachsen. Ach, da ist er. Da ist er. So, setz dich. Miau. Ja. Den zweiten Ozeloten hier für uns gesichert. Ist das nicht schön? Was nicht so alles passiert. Nebenbei. Da krabbelt die Nase. So. Was auch immer Crybeck gewonnen hat, er hat es verdient. Oder so. So, auf jeden Fall haben wir jede Menge Keys. Jede Menge Gravel, Gravel, whatever, generiert hier in dieser Lücke, die ich eben gerade in diesem wunderschönen Kiesvorkommen, das ich hier gerade geplündert habe. Wir versuchen es hier wieder mal ein bisschen mit Natürlichkeit. Ja, wenn es hier runter wächst, sieht das total natürlich aus. So. Soweit der Plan. Wow, 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 wow. So, und die Playlist geht noch genau, warte mal, lass mich gucken, 18 Minuten. Also so um die 20 Minuten geht's noch. Zum jetzigen Zeitpunkt. 1, 2, 3, 4, hier wäre eigentlich die nächste. Na toll. So. Immer gemein, wenn in der Musik so Zischlaute drin sind, wie von Creepern. Also Minecraft hat die Gesellschaft schon weiter durchdrungen, als wir uns das vorstellen können. Ui, kein Werkzeug mehr. Toll, da war ich eben schon zu Hause. Naja, dann da nochmal hin. Der Tunnel führt rüber, also die Frage kam gerade auf, wo der Tunnel denn hinführen soll. Und da ihr das ja in diesem Fall nicht lesen könnt, wie sonst zum Stream, beantworte ich die Frage auch gerne. Die Antwort ist nämlich eigentlich leicht. Der Tunnel führt rüber zu den großen Wiesen. Also es gibt auf der anderen Seite gibt es da so eine große Wiesenfläche, wo Horden von Kühen und so weiter grasen. Und
Da soll der Tunnel hinführen, damit wir dann ein bisschen Zeug tamen können. Also ein paar Kühe und sowas. Weil ich will ja auch hier eine Farm haben. Vor allem, Itzi hat mir vor kurzem was erzählt. Sie hatte sich mal in einem Offline, also im Singleplayer, hatte sich mal was Cooles gebaut. Und zwar hatte sie gefärbte Schafe, die sich dann auch in Farbe vermehren. Das hat sie sich mal gemacht. Also alle Farben des Regenbogens in vorgefärbten Schafen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Und ähnlich dem will ich hier eigentlich auch operieren. Also sowas ähnliches will ich mir auch bauen. Jetzt habe ich einen Cobblestone weggelegt. Das ist auch geschickt gewesen. Na gut, nehmen wir uns ein 64er Stack wieder mit. Da oben maunzt es. Hier. So. Naja, fast. Ich muss dieses blöde Inf-Tweak-Zeug noch... Ein Pfeil haben wir auch noch. Muss ich nochmal fertig konfigurieren, dass er mir diese Anordnung hier automatisch generiert, die ich so gerne habe. So, 4 Pfeile haben wir immerhin schon. Wir könnten uns auch einen Bogen bauen, aber dafür haben wir zu wenig Strings. Ach nee. Energiepack. Blödes Skelett. Ah, hier regnet es auch. Aber hin und wieder macht der Regen keine Geräusche mehr. Das macht mir irgendwie Sorge. Aber essen können wir mal wieder was. So, also auf jeden Fall, dieser Tunnel führt zu den unergründlichen Gründen der Gründe. Nein. Auf der anderen Seite dieses Berges ist eine große steppenartige Landschaft. Also weit, weit offene Wiesen. Und da soll der Tunnel hinführen. Damit wir von dort aus uns einfach Tiere, also zum einen erstmal jetzt jagen können und dann auch tamen können und diese halt dann uns in so einer Art Bauernhof einfärchen können. Weil ich dachte mir, wenn Gronkh schon seinen Bauernhof aufgibt und in den Dschungel zieht, könnte ich ja anfangen, einen Bauernhof anzulegen. Damit klaue ich ihm mindestens 2 Zuschauer. So sieht die Sache nämlich aus. Nee, also ich fand die Idee ziemlich cool. Und das möchte ich auch gerne mal machen. Aber im Gegensatz zu ihm, der jetzt alles so putzig findet, dank des, dank des Texture Packs, was er verwendet. Er mag ja immer nichts mehr schlachten und essen. Also ich bin, was das angeht, ziemlich immun. Das ist alles Ressource, wird alle gemampft. Also wir werden dann sehr oft Steak essen können. Und so. So, der große Plan. Der Planlosigkeit in Klötzchenform. Was das Let's Play angeht. Und an alle, die das jetzt sehen. Und ich weiß nicht, ob bis nächste Woche noch was dazukommt, was man sich angucken kann, weil das Wochenende ist auch ziemlich vollgestopft bereits jetzt. Was wir so absehen können. Geburtstage haben wir. Und ach mein Gott, wird man nicht alle Tage am Wochenende. Unglaublich. Was? Let's play, bis runde Blöcke auftauchen. Also Cryback sagte das gerade mit den Kugeln. Also bis runde Blöcke auftauchen soll es Let's Plays geben. Ich hab's
nicht so ganz nachvollziehen können. Aber ja. Viele hatten ja schon lange gesagt, dass ich mal eins machen soll. Jetzt habe ich dann doch damit angefangen. Und ich muss ja doch sagen, mir macht das auch ein bisschen Spaß, ne? So. Ich finde ja Let's Play gar nicht so das schlechte Genre. Ah, okay. Alles klar. Ja, also ich glaube, Minecraft wird mich schon noch eine Weile begeistern. Ich mag Minecraft. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Das ist irgendwie voll mein Spiel. Alles andere hat, also ich glaube, ich kenne kein zweites Spiel, was mich so lange fasziniert hat wie dieses. Weil es hat so ein bisschen was, ne, so als Kind, die bestimmt auch gehört, gelesen, gesehen, die unendliche Geschichte. Sowas hat man sich ja mal gewünscht. Etwas, was immer weitergeht. Immer weitergeht und immer weitergeht. Und nochmal und überhaupt, ne, Teletubbies und alles unter einem Hut. Das hat man sich ja immer schon gewünscht. Minecraft, es bietet so einen Ansatz dafür, dass es immer weitergeht. Und vor allem durch die Modifikationen, die da so an dem Spiel vorgenommen werden von Dritten, bleibt es auch weiterhin spannend, weil dabei kommen interessante Ideen auf. Wie zum Beispiel die Hunger Games, also was ich auch eine ziemlich coole Idee finde. Weil welches andere Spiel hat denn noch die Möglichkeit, so innerhalb von ein paar Wochen auf so ein gesellschaftliches Ereignis wie einen Film zu reagieren und das in ein Spiel einzubauen? Das haben viele schon immer probiert, also in der Counter-Strike-Szene gab es ja da auch Ansätze für, das dann in Karten umzusetzen, aktuelles. Aber es scheiterte halt an der, ja, an dem, wie die Spiele sich halt per Definition selbst limitiert haben. Minecraft ist so das erste Spiel, was richtig offen und frei ist und immer, immer weitergeht. Also selbst, also gut, andere mögen bei WoW das Gefühl haben, dass dem so ist, aber Leute, nur ganz unter uns, WoW ist ziemlich limitiert. Ich glaube, da ist es auch eher der Facebook-Faktor, der die Leute da hält, also so Community-Gedöns. Als dass es das Spiel an sich ist. Weil ich kenne total wenige Leute, die sagen, ich spiele WoW aus Überzeugung, weil das Spiel ist so toll. Es ist mehr so, ah, da kann ich stehen, da kann ich stehen. Ja. Terraria. Naja, ich hab schon eins in der Mache. Also nicht ganz in der Mache, aber ich habe schon eins in Planung. Es kommt demnächst ein Wipeout-Clone raus für alle möglichen Plattformen, unter anderem auch PC. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Ich hoffe, es gibt davon eine Testversion, die ich auf dem PC spielen kann. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, da sie halt auf Android und auf dem iPhone und auf den Pads und so weiter das auch rausbringen wollen, dass das grafiktechnisch nicht ganz so, ach cool, da liegt ja schon Gravel. Nicht ganz so prickelnd wird, habe ich so die Befürchtung einfach nur. Das müssen wir dann mal antesten. Und wir sind kurz unter der Oberfläche, was wir dadurch einfach merken können, dass hier auch gleich Gras wächst auf dem Dirt, der hier so rumliegt. Wir heben jetzt hier noch diese Kiesgrube aus, um neuen Kies zu generieren, um unseren Weg weiter fortführen zu können. Weil Kies für Wege ist etwas, also ist das einzig Sinnvolle, was man mit diesem Material machen kann. Mit dem Dirt hier füllen wir das ganze Ding hier gleich wieder aus. Macht irgendwie Sinn, ne? So.
Ja. Ja, ist halt der Unterschied zwischen Selbstmotivation und externer Motivation. Minecraft verlangt dem Spieler viel Selbstmotivation ab. Also, dass man von sich selbst aus sich Ziele definiert, die man dann irgendwie mit Hilfe des Spiels umsetzt. Bei WoW kommt das alles mehr so von außen. Die Motivation, nicht Modifikation. Die Gesamtmotivation des Spiels kommt so mehr von außen. Also mehr von der Spieleschmiede selber als vom Spieler. Was ja irgendwie so ein bisschen schade ist. Weil sie ja gleichzeitig so ein Community-Gedöns sind. Und ja, Minecraft habe ich auch gelesen. Wie hieß es da? Minecraft ist das HIV von YouTube. Verbreitet sich halt so sehr und über nur Minecraft und ist ja total scheiße. Minecraft, immer nur Minecraft. Aber ja, also ich meine, wir mussten jetzt jahrelang, was mussten wir denn jahrelang alles auf YouTube ertragen? Also ich sage nur Neon Cat. Also ich finde, da ist Minecraft eine deutliche Steigerung. Und auch zu irgendwelchen Homies und so. Das ist halt... Es ist mir persönlich ganz recht, dass dem so ist. Ach ja, ich hab noch... Ich hab kein Dirt mehr, ey. Wäre ja jetzt echt komisch gewesen, wenn ich jetzt kein Dirt mehr gehabt hätte. Aber zum Glück haben wir ja alles da. Wir haben die Mittel. Ja, vor allem den Dirt. Davon haben wir auch endlich genug und genug auf Tasche, da wir hier alles ausgehoben haben. Das ist passt. Ach ja. So. Und da tut das Lied so, als ob es vorbei wäre. Aber ist es noch nicht. Aber es ist das letzte Lied. Letzte Lied heißt für uns alle, dass wir uns bald die Hände reichen. Und fröhlich, motiviert im Kreis tanzen. Und Terraria soll ich noch antesten. Das habe ich vorhin ignoriert. Ich habe es nur gelesen. Ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Weil ich immer noch dran gewöhnt bin, dass ich nicht vorlesen muss, was ich lese. Weil ich auf dem Server spiele und das alles auch für euch lesbar ist. Aber dem ist ja gerade nicht so, werte YouTube-Zuschauer, die jetzt nicht den Cast, beim Cast, sieht man es ja gerade auch nicht, aber man hätte die Möglichkeit, live dabei zu sein im IRC. Ja, muss ich mal gucken. Also, ich hatte mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, als ich es gesehen habe. Ich fand ja die Idee, also als ich gehört habe, ja, so Minecraft-artig und so, fand ich cool. Kann ich ehrlich zugeben, dachte mir auch schon, oh, kaufen, kaufen, kaufen. Aber dann habe ich nochmal hingeguckt und dachte mir, naja, vielleicht doch nicht gleich kaufen, wart's mal ab. Vielleicht ergibt sich da ja was, aber... War jetzt so auf den ersten Blick nicht so meins. Aber Blicke können ja täuschen. Bin ja schon wieder ziemlich im Dunkeln unterwegs. Können wir ja mal hier ein bisschen Licht ins Dunkel der Nacht bringen. Und die Framerate tut wieder so, als wäre sie nicht existent. Das ist doch schön, wie ungestört man hier trotz Monstern eigentlich butten kann. Finde ich ja immer noch sehr faszinierend. Hätte ich ja nicht gedacht. Und vor allem mal sehen, wann wir hier drüben aus dem Berg endlich rauskommen. Das würde mich ja auch mal interessieren. Weil das hatte ich eigentlich schon noch vor, heute zu schaffen. Also heute im Sinne von in diesen zwei Let's Play-Folgen wäre ich da gerne noch auf der anderen Seite des Berges rausgekommen. Tja.
Okay. Im Chat wird gerade gesagt, dass Terraria von Terraria 30 bis 40 Stunden Spielspaß besonders online. Okay. Stunden, schätze ich mal. Okay, 30 bis 40 Stunden hält es nur vor und dann ist der Spaß schon wieder vorbei. Bestimmt sind wir schon drüben total unter der Wiese oder so und müssten jetzt eigentlich nach oben buddeln. Ich fürchte ja, dass dem so ist. Weil die Landschaft da drüben war relativ hoch. Na, mal sehen, wie lange wir hier gerade ausbuddeln müssen, bis wir irgendwo ankommen. Wir sind da ja hart im Nehmen, was das angeht. Na Gott, immerhin haben wir die ganze U-Bahn bei uns auf dem Server gebaut. Da sind wir aber noch viel weiter gerade ausgebuddelt. Damals. Nein, nein, nein. Und ich schmück mich hier schon wieder mit fremden Federn. Das hat ja eigentlich primär Mago und Cryback haben das gemacht. Ich glaube, Cryback ist die treibende Kraft an dieser Stelle gewesen. Der Irre. Der Irre Cryback. Tja, und falls ihr diesen Namen, die ihr jetzt habt, falls ihr den auch mal, ich hätte ja fast gesagt, Gesichter zuordnen wollt, aber Gesichter ist ja übertrieben. Sagen wir mal, Skins zuordnen wollt, könnt ihr ja bei uns vorbeikommen auf dreckbuddlerdünndns.tv. Das ist der Minecraft-Server. Aber all das steht auch auf unserer Homepage dreckbuddler.de. Deswegen steht da auch immer unter den Casts, was mit wir, was mit ich. Ich bin ich und wir sind wir. Und dann steht immer noch Musik und das ist dann die Musik. Ist ja eigentlich ganz leicht definiert, dieses System. Wollte es jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Aber es ist schon komisch, dass hier überall oben Dirt ist. So das Gefühl, ich bin hier voll unter der Wiese. Könnte ja mal nach oben buddeln, aber ich habe gerade Angst, dass mir ein Zombie auf den Kopf fällt. Oder ein Enderman. Ja, und das ist noch so ein Punkt, der an Minecraft sehr faszinierend ist, im Gegensatz zu anderen Spielen. Dass die Budi, die es geschrieben hat, permanent das Spiel weiterentwickelt. Also es ist halt Segen und Fluch. Segen für den Singleplayer, Fluch, also beziehungsweise erst Fluch, dann Segen für den Multiplayer, weil mit den Upgrades kann man ja immer auf die Server nicht drauf und so, das ist alles ganz nervig. Aber wir hoffen ja, da sie jetzt das Bucket-Team sich einverleibt haben, also die Firma Mojang, dass das besser wird, also dass wir etwas stabilere Versionen haben und so das Gros des Spiels abgebildet ist, ohne dass man zu lange warten muss, also wenn eine neue Version rauskommt, dass man dann auch den Server eben gleich mit dieser ausstatten kann. Das ist ja leider jetzt gerade noch nicht so, weil das Bucket-Team auch jetzt deutlich dezimiert doch etwas länger dem Ganzen hinterher hinkt, was da so an Entwicklungsprozessen stattfindet. So. Und jetzt könnten wir mal gucken, wo wir ungefähr sind. Also wir sind ja schon ganz schön weit da nach hinten. Also warte mal, ich muss erst mal Fackeln setzen, bevor uns nachher da was überrascht. Es ist ziemlich dunkel da in der Ecke geworden. Und ja, Lichtrate erhöhen war vorhin noch der Rat für besseres Wachstum der Pflanzen. Das können wir dann auch nochmal machen. Aber bis dahin rennen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Es ist vielleicht noch was dabei. Ein kleiner Haps. Ist ja draußen schon wieder dunkel. Ist ja doof. Ja. Ja, hier grunzt wieder alles. Aber ich glaube, wir sind wirklich schon unter der Ebene, wo ich hin wollte. Gehen wir hier kurz mal raus. Wenn wir keine Fackel bei haben.
Ja. Ja, scheiße. Es liegt alles höher, das Gebiet. Wir müssen uns mal nach oben buddeln, glaube ich. Ah, ein Zombie. Gut. Also wieder rein in die Höhle. Das lauschige Plätzchen. Dann würde ich sagen, dann geht's jetzt hier mal so langsam nach oben, ne? Das ganze, der ganze Dreck so auf unserem Kopf, der hätte mich eigentlich schon stutzig machen sollen. Und vor allem, wir brauchen... Ach mein Gott, es gibt ja keine Gravel Slabs. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Aber ja. Müssen wir jetzt durch. Auch wenn es die nicht gibt. Machen wir die Sache. Ja. Toll. Das gucken wir mal an. Ah ja. Wir sind genau drunter. Wie bereits vermutet. Ja, wir haben ihn bei. Das heißt, können wir mal eben schnell ein paar Schippchen machen. Ja, genau. Fällt uns noch ein Creeper auf den Kopf und sprengt uns in die Luft. Das ist das, was wir jetzt nicht brauchen. Ja, ja, ja. Da ist er. Der Creeper-Mann. Hätten wir hier alles neu bauen können. Nö, gleich der nächste. Na komm schon rein. Rotieren nicht da oben. Komm her zu uns. Na komm. Put, put, put. Lampe hier abgehauen. Na, kommt gleich der dritte. Ach, es dämmert. Oh, da wollte ich doch gar nicht. So. Schon wieder so viel im Inventory, dass ich gar nichts mehr aufnehmen kann. Ah, München. Hühnchen ist okay. So. Ja, hier wollt ihr ankommen. In dieser Grasebene. Also immerhin das Ziel wurde erreicht. Und das Inventory ist komplett voll. Das wurde auch erreicht. Ach, was haben wir denn hier für einen Rotzball, den wir nicht mehr brauchen? Ah, siehst du. Kann ich mir mal stecken. Das brauche ich nicht. Ah, toll. Das brauche ich nicht. Seeds. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, hier hinten das Pulver will ich haben. So. Genau, hier wohl. Ach ja, ein Spinnchen. Na, putzi, putzi. Na toll. Das Problem, dass das Inventory voll ist, bleibt irgendwie, auch wenn man ein Spinnchen tötet. Na, schmeiß mal das weg. Flintstone haben wir eh zu viel. Oh, Eier.
Ja, auf jeden Fall, unser Tunnel ist fertig. So, jedenfalls fast. Ich nehme hier mal eine Schicht dort weg. Hier nochmal kennzeichnen. Das machen wir ein andermal, glaube ich. Dann würde ich sagen, dann war es das heute mit der Planlosigkeit in Klötzchenform. Dann war es das auch mit dem Let's Play. Wir hörten Flambatz mit Indigo aus Portugal. Herzlichen Dank dafür, dass diese Musik in der Art und Weise veröffentlicht wurde, dass wir sie hier hören dürften. Und herzlichen Dank auch dafür, dass so viele dabei waren und so viele einfach mal zugeschaut haben, während wir ein Let's Play erstellen. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Und ja, was könnte man noch mal können? Bleibt sauber oder so. Aber ich glaube, ich sag einfach mal so wie es ist, ne? Kennt ihr ja nicht anders. So wie es ist, wird gesagt. Und wie ist es? Vorbei ist es. Von daher, nachdem ich hier noch ein paar Sachen einsortiert habe, das war es eigentlich schon. Ja. Ne? Tschüss. Werte Aufnahme.